erstmals auch mit Isaac Bonga und Andy Obst, den Weltmeistern. Und der bekommt sofort aus seiner Bewegung um zwei Blöcke rum. Da kannst du ihn schicken und dann braucht er. Ja, nee, wir fallen. Bonga. Lucic macht sich wieder frei. Olivi geht zu Boden. Extra Pass und freier Dank. Die Bayern spielen die Offensive. 100% aus dem Feld. Marco Pesic hat es im Vorlauf angesprochen. Oh, toller Stil jetzt von Edwards. Ich wollte gerade sagen, erst mit dem Flop und dann mit dem Stil. Also, glaube ich, jeder auch von euch zu Hause ziemlich schnell erkennen kann. Oh, starker Block von Carsten Edwards. Oh, die Foul von Tim Schneider. Und nochmal die Defensiv, die auch da wichtige Last tragen für Alba Berlin. Andi Obst jetzt bei den Bayern zurück. Edwards attackiert, wahnsinnig gutes 1 gegen 1 von Carson Edwards. Wirklich ja kein schlechter Verteidiger ist mit seiner Körperlänge. Bayern können die Führung wieder übernehmen mit Carson Edwards. Ja, im Moment im Übernahmemodus in der Offensive ist. Was ein Drive! Nutzt er so geschickt auf den Korb als Schutz. Hier sehen wir es nochmal. Abeinander. Besser kannst du nicht scoren. Und Kontakt war auch noch da, aber die Linie lässt das eben heute zu. Er hat vielleicht noch mitbekommen, dass er mehr Verantwortung übernehmen soll bei der Einwechslung. Wer weiß. Carsten Edwards, Ibaka, neuer Fall bei Andy Obst. Wieder über den Block. Gut verteidigt von Martin. Wow. Oh, in your face von Andy Obst. Besser kannst du den Wurf nicht verteidigen. Dann nochmal den Dreier. Schau mal, wie nah. Aber schon jetzt. Schlussphase des dritten Viertels. Colmaro. Andy Obst, der wird doch nicht. Obst wird gefault! Ja, ich werd weich! Das ist einfach nur unfassbar. Gut. Man hat es vorher nicht gesehen. Oh. Andy Obst hat als Blockschneller fungiert. Ja. Quasi umgekehrt und Nils Giffey zieht zum Korb und findet den freien Devin Booker. Hier sehen wir es nochmal. Und Nummer 16 insgesamt von Alba Berlin. Achtung! Achtung! Devin Booker!